Herzlich willkommen auch von mir bei der Veranstaltung Flucht und Behinderung für die Region Hildesheim. Herzlich willkommen Dina Stollwerk-Bauer, Landesbeauftragte für regionale Entwicklung und Ulrike Dammann, Inklusionsbeauftragte der Stadt Hildesheim. Herzlich willkommen, sehr geehrte Teilnehmenden, sehr geehrte Referentinnen und Referenten. Ich freue mich sehr, dass Herr Wächter, vielen Dank auch dafür, diese Veranstaltung hier organisiert hat, damit wir uns alle besser vernetzen können, damit wir Impulse bekommen und mehr wissen, welche Rechte Menschen mit Behinderung und Fluchterfahrung haben und wie sie an diese Rechte kommen können. Ja, selbst ohne Fluchterfahrung ist es sehr schwierig, die notwendigen Leistungen zu bekommen. Ohne Antrag keine Leistung. Dieses Prinzip muss man einmal verstanden haben und vor allen Dingen muss man wissen, wo man diese Leistung beantragt. Ist es eine Leistung der Eingliederungshilfe, der Krankenkasse, der Rentenversicherung, des Integrationsamtes oder des Arbeitsamtes? Dann muss man das Prozedere kennen, wie es weitergeht. Ein Widerspruch innerhalb von 4 Wochen. Das ist so kompliziert, dass viele Menschen damit Schwierigkeiten haben. Die Beratung müsste eigentlich zu den Menschen kommen und nicht die Menschen zu den Beratungen, damit man mehr weiß, was einem zusteht und wie es geht. Ich möchte gerne noch einmal die verschiedenen Gesetzesgrundlagen erwähnen, über die wir wahrscheinlich auch andere heute sprechen werden. Wir haben auf der einen Seite das Grundgesetz, die UN-Behindertenrechtskonvention, aber auch die UN-Kinderrechtskonvention. Es geht um das Europäische Fürsorgeabkommen, um die EU-Aufnahmerichtlinie, aber auch um den Sozialpakt. Und über allen steht die Menschenrechtserklärung. In der Menschenrechtserklärung steht schon in Artikel 1, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. In Artikel 2, jeder Mensch hat Anspruch auf die in der Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten. Es dürfen keine Unterschiede gemacht werden, unter anderem nach nationaler und sozialer Herkunft. Das steht für mich über allem. Ich möchte auch noch mal auf den UN-Sozialpakt zurückkommen. Bereits seit 1966 ist dieser Sozialpakt gültig. In Artikel 2 geht es um Diskriminierung. Es darf nicht diskriminiert werden aufgrund bestimmter Merkmale wie Rasse, Geschlecht oder Geburt. Das heißt, die Vertragsstaaten dürfen Ausländer nicht nach Belieben behandeln. In Artikel 10 geht es um den Schutz von Kindern. Da sollen Sondermaßnahmen zum Schutz und Beistand für alle Kinder und Jugendlichen geschaffen werden, ohne Diskriminierung aufgrund der Abstammung. Im Artikel 12 heißt es, das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit. Dazu gehört auch die Vorbeugung. Im Artikel 15 schließlich geht es um das Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben, aber auch an den Errungenschaften des wissenschaftlichen Fortschrittes. Das wird jedem zugestanden. Im Rahmen dieser Gesetze können wir beraten, aber wir müssen uns auch dafür einsetzen, dass es besser wird. Ich bin heute und morgen bei der Konferenz der Beauftragten des Bundes und der Länder für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Im Rahmen dieser Arbeit haben wir das Thema Flucht und Behinderung regelmäßig auf unserer Agenda und werden es auch weiter im Blick behalten. Ich wünsche Ihnen und uns heute einen guten Austausch. Hören Sie gespannt zu, stellen Sie Ihre Fragen und ich finde es fantastisch, dass das anschließend wieder in das Netz gestellt wird. Eine schöne Veranstaltung, Ihre Petra von Torra.